Es ist ja wieder Spargelzeit. Spargelzeit steht vor der Tür und jeder liebt ja Spargel und Spargel ist ja sowas Schönes. Und jeder kennt es ja, schön Spargel mit Butter, Schinken, Hollandaise, Kartoffeln. Toll, wirklich toll. Ich zeige euch heute mal was anderes und zwar machen wir heute so ein Thai-Garnelen-Gericht mit Spargel. Die asiatisch angehauchte Hollandaise, die haben wir schon bei unseren Shorts drin. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr die euch anschauen. Passt hervorragend dazu. Wir fangen jetzt aber als allererstes an mit dem Spargel. Den werden wir uns schön runterschälen. Und zwar gehen wir da als allererstes her und schneiden einfach was bisschen vom Ende ab. Das Ende ist meist mal ein bisschen holzig, das kann ruhig weg. Man packt den Spargel so mit den oberen Fingern wie so eine Art Geige. Und dann kann man ihn wunderbar runterschälen und ihn gleichzeitig oben einfach ein bisschen drehen. Das ist so das, was man als erstes als Koch lernt, wenn man Spargel in die Hand kriegt. Nachdem wir unseren Spargel geschält haben, gehen wir her, nehmen die Schalotten, schälen die einfach uns runter. Kopf weg, Ärschle weg. Und dann versuchen wir, die so dünn wie möglich, beziehungsweise so fein wie möglich aufzuschneiden. Hergehen, halbieren und dann die Finger nach hinten laufen lassen und versuchen, so dünn wie möglich die Streifen runterzuschneiden. Und dann kann man hergehen, kann sich beide Zwiebeln auch so packen. So, und dann gehen wir her, haben unsere Schalotten geschnitten, haben eine Pfanne heiß gemacht. Da packen wir ein bisschen Öl jetzt rein. Nehmen unsere Schalotten, kommen in die Pfanne, lassen die schön mit brutzeln und haben dann unseren, wie nennt sich das nochmal, asiatische, heute wieder mal. Eine Stunde später. Zitronengras, genau. Also, dann haben wir unseren Zitronengras hier. Den geben wir hin und nehmen das Messer quer. Schlagen da oder mit dem Messerrücken. Und ziehen ein bisschen so an. Packen den dann dazu. Zu unseren Zwiebeln. Und lassen das alles hier einfach ein bisschen vor sich hin schmelzen. Die ätherischen Öle aus der Zitronengrasstange kommen raus. Und wenn die Zwiebeln schon so ein bisschen braun aussehen oder ein bisschen glasig, dann haben wir hier so ein bisschen altes Brot. Das kommt dann hier drüber. Und dann machen wir uns so schöne aromatische Brösel. Das alles gut zusammenmischen. Und dann kommt das nochmal kurz zurück auf den Herd, dass es einfach nochmal ein bisschen knusprig wird alles. Ein bisschen beobachten, weil das geht ruckzuck. In der Zwischenzeit haben wir hier den unteren Teil vom Frühlingslauch, schöne, bisschen dickere Ringe. Ich finde nämlich, die Zwiebel, die Frühlingszwiebel und der Spargel, die haben dieses schöne, frische, frühlingshafte Aroma. Und es passt super zusammen, der Frühlingslauch und der Spargel. Deswegen tun wir die jetzt gleich zusammen braten. Also der Spargel ist noch roh, der kommt auch roh so in die Pfanne. Und unsere Brösel, die sehen jetzt schon mal ganz gut aus. Sind auch ein bisschen trockener geworden, haben das ganze Öl aufgesaugt. Dann nimmt man sich jetzt einfach ein Zewa und packt es auf das Zewa drauf. So verlieren sie einfach noch ein bisschen Fett, die Brösel. Aber wir gucken, dass wir die Pfanne so gut wie möglich sauber kriegen. Und dann kommt die wieder auf den Herd. Da sind ja schon die ganzen, sag ich mal, Aromen auch noch von dem Zitronengras drin. Das kommt jetzt auch wieder in die Pfanne. Dann kommt da ein bisschen Öl drauf. Dann haben wir hier unseren Spargel. Den packen wir jetzt auch dazu. Wie gesagt, der ist roh. Hier haben wir noch unseren Frühlingslauch. Auch mit zusammen. Und wenn der Spargel und den Frühlingslauch schon ein bisschen Farbe bekommen hat, dann kann man hingehen und kann es ein bisschen mit Geflügel vor, Gemüse vor oder einfach nur Wasser ein bisschen ablöschen. Wir haben jetzt hier ein Geflügel vor, damit löschen wir es einfach ein bisschen ab.
Ja, unser Spargel, der ist hier in seinem Sud, dämpft vor sich hin. Dann haben wir hier letzte Woche in unseren Shorts so eine süß-saure Soße gemacht. Da gebe ich davon auch noch ein bisschen was dazu. Und dann wird es jetzt so lange gekocht, bis die ganze Flüssigkeit weg ist und quasi der Spargel nur noch einen ganz leichten Sud hat, in dem er liegt. Und das ist das Zeichen, dass er eigentlich dann soweit wäre. Heißt, man nimmt ihn dann einfach ein bisschen vom Herd runter, lässt ihn aber noch im Sud liegen und versucht ihn mit dem Löffel immer wieder ab und zu noch ein bisschen zu begießen. So, dann schneiden wir uns noch ein bisschen. Währenddessen der Spargel da hinten vor sich hin köchelt, schneiden wir uns noch ein bisschen Schnittlauch fein runter. Und den Schnittlauch geben wir dann zu unseren Bröseln. Haben wir da auch noch ein bisschen was Grünes. Ich meine, das, wie ich das meine, mit dem Sud. Also ihr seht, da ist jetzt noch ein ganz kleines bisschen was drin. Hat noch einen kleinen, leichten Kern. Ich mag es aber, wenn der al dente ist. Man kann den Spargel ja auch roh essen. Und jetzt lassen wir ihn einfach so in dem Sud drin liegen. 2-3 Minuten einfach chillen lasse. Und solange hole ich mal die Garnelen hier hervor. Die kommen nämlich auch dazu. Da stellen wir uns einfach eine heiße Pfanne auf, schwenken die einfach mal kurz durch und dann kommen die als Deko-Element oben drüber. So, dann probiere ich das mal jetzt. Also, wenn es in Thailand weißen Spargel geben würde, dann würden die es genauso machen, sage ich euch. Richtig geil. Richtig leckere Sud, der Spargel, noch ein bisschen Biss, Frühlingslauch. Oh, toll. Also, ich sage euch eins, kocht's nach, habt viel Spaß damit und genießt die Spargelzeit. Und wenn ihr Bock habt, lasst ein Like da oder folgt uns doch einfach. Also, euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Spargeln.